Titsch. Der unglaubliche fünfte Sieg in Folge in der Rückrunde. Wie viel Angst macht dir diese Serie? ein wenig macht mir wirklich Angst, muss ich echt gestehen. Nein, Spaß. Ja, wir wissen, dass wir einfach eine super Qualität haben und wir schaffen es momentan wirklich einfach konstant zu spielen und sie jedes Mal auf den Platz zu bringen. Und wir wissen um unsere Stärken, müssen sie halt jedes Mal wieder aufs Neue abrufen und dann sieht man eben, was dabei rumkommt. Was kam denn heute dabei rum, deine Einschätzung zum Auswärtssieg hier in Haching? Ja, sehr gut. Wir haben natürlich am Anfang mit der einen hochkarätigen Chance von Haching ein bisschen Glück gehabt. Aber das Spielglück braucht man eben auch und im Gegenzug haben wir den Elfmeter dann auch bekommen. Und wenn man betrachtet oder wenn man dann eben berücksichtigt, wie viele wirklich hochkarätige Chancen wir hier in Haching bei einer spielstarken Mannschaft an uns erspielt haben, das ist schon wirklich sehr, sehr gut. Klar, so ein bisschen die Effektivität, da müssen wir ein bisschen dran arbeiten, inklusive mir. Der muss natürlich sitzen, aber echt ein Kompliment an die Mannschaft, die wir defensiv auch dann gespielt haben. Ab und zu fehlt uns noch ein bisschen so die Ruhe im Spiel. Ich glaube, wir hatten dann eine Viertelstunde, wo es dann ein bisschen hin und her ging, wo ein paar Ballverluste hatten. Aber im Großen und Ganzen war es echt ein super, super Spiel von uns. Auch wenn es, wie man immer im Fußballjargon sagt, eine Momentaufnahme ist, wie viel Spaß macht gerade der Blick auf die Tabelle? Ja, da schaue ich gerne hin, aber da muss ich natürlich auch so eine Floskel raushauen, natürlich, dass man eben nur von Spiel zu Spiel guckt. Und wir fahren gut damit, weil wir einfach nur auf uns gucken müssen und wir haben es in der Hand. Und was der Rest macht, das müsste uns egal sein eigentlich, weil wenn wir unsere Qualität auf den Platz abrufen, dann brauchen wir uns davon niemanden zu verstecken, wie man sieht. Aber im Dezember betrug der Abstand teilweise 10 Punkte auf den Tabellendritten. Und dass man jetzt gerade, wenn auch vielleicht nur über Nacht, Tabellendritter ist, ist ja schon in der Form eine besondere Leistung, weil es ja galt, die größte Aufgabe wäre es, Konstanz in das Spiel zu kriegen. Ja, definitiv. Wir müssen einfach, was ich eben auch schon angesprochen hatte, die Konstanz weiter an den Tag legen, weiter hart arbeiten und dann müssen wir uns halt eben auch belohnen für die harte Arbeit. Wir machen das momentan sehr, sehr gut, aber man sieht eben auch, dass die dritte Liga unberechenbar ist. Da kann gefühlt an guten Tagen jeder gegen jeden gewinnen und da müssen wir halt eben versuchen, das zu verhindern und unser Ding durchzuziehen. Dankeschön. Gerne.